Hallo, guten Tag, dobro dan, dobrodošli u novu video lekciju, lekcija za B1 i B2 konverzaciju na nemačkom. Svakidašnje situacije, da li da zovem ili da ne zovem šefa i da mu kažem neku strašnu vest i šta se dešava kada nam pukne guma na putu. Dakle, dve stresne i ozbiljne situacije sa ozbiljnim vokabularom i gramatikom za viši nivo. Spremni, kreći. Hazdu. Deinen Chef angerufen. I jesi pozvao šefa? Koga šta? Den Chef, deinen Chef angerufen. Ja, klar habe ich ihn angerufen. Ja, klar habe ich ihn angerufen und ihm meine Meinung über den Umzug in die neuen Büroräume geäußert. Also ja, klar habe ich ihn angerufen. Dakle, naravno da sam ga njega ihn pozvao. Und ihm meine Meinung, i njemu svoje mišljenje, über den Umzug, o preseljenju, in die neuen Büroräume, u nove prostorije, geäußert, izrazio, rekao, gesagt, oder mitteilen, mitgeteilt. Okay, äußern. Also, hast du deinen Chef angerufen? Ja, klar habe ich ihn angerufen und ihm meine Meinung über den Umzug in die neuen Büroräume geäußert. Er war über meine negative Einstellung ziemlich überrascht, aber auch enttäuscht. Er war über meine negative Einstellung ziemlich überrascht, aber auch enttäuscht. Dakle, on je bio iznenađen mojim negativnim mišljenjem, mojim negativnim stavom, Einstellung, kao Meinung, Verhältnis, odnosom prema tome, ali je bio također i enttäuscht. Also, er war über meine negative Einstellung ziemlich überrascht, aber auch enttäuscht. Überrascht, iznenađen, enttäuscht, razočaran. Einstellung, Einstellung, Definicija, Meinung, Ansicht, inneres Verhältnis, das jemand besonders zu einer Sache hat. Also, eine kritische Einstellung zu den Dingen haben. Imati kritički stav prema stvarima. Eine kritische Einstellung zu den Dingen haben, a ovdje imamo negative Einstellung zu den Dingen haben. Okay. Ich habe ihm einen Verbesserungsvorschlag unterbreitet und er hat mir versprochen, darüber gründlich nachzudenken. Ich habe ihm einen Verbesserungsvorschlag unterbreitet. Dakle, ja sam njemu jedan predlog za neko poboljšanje, verbesserung, unterbreiten, jemandem Vorschläge, onda einen Plan unterbreiten, etwas vorschlagen, u suštini nešto predložiti, znači plan ili predlog, reći, sagen. Dakle, ja sam njemu preneo moj predlog za neku verbesserung. Und er hat mir versprochen, darüber gründlich nachzudenken. I on je meni obećao da će o tome gründlich, detaljno, da nachzudenken, da porazmisli. Ok, još jednom. Ich habe ihm einen Verbesserungsvorschlag unterbreitet. Er hat mir versprochen, darüber gründlich nachzudenken. Okay. E sada drugi deo na pitanje da li si, koje nam je bilo pitanje, hast du deinen Chef angerufen? Da li si zvao šefa? I odgovor sa ne. Also, samo sekund, nein. Ich habe ihn nicht angerufen. Ich weiß noch nicht, wie ich es ihm sagen soll, dass ich nächste Woche an der Konferenz zum Beispiel nicht teilnehmen werde. Dakle,
Ich habe ihn noch nicht angerufen, Nissan Gazwau, sagst du. Ich weiß noch nicht, wie ich es ihm sagen soll, dass ich nächste Woche an der Konferenz nicht teilnehmen werde. Znači, ja još ne znam kako treba da mu kažem da sljedeće nedelje neću da učestvujem na toj konferenciji. Nächste Woche an der Konferenz teilnehmen, dakle teilnehmen, ide sa an predlogom plus dativ. Zato je die Konferenz prešla u der Konferenz. Znači, ich nehme an der Konferenz teil. Učestvujem. Još jednom, znači, ich habe ihn nicht angerufen, ich weiß noch nicht, wie ich es ihm sagen soll, dass ich nächste Woche an der Konferenz nicht teilnehmen werde. Er wird diese Nachricht nicht gut aufnehmen. Und ich muss für meine Absage die richtige Wortwahl treffen. Also, ich bin sicher, sigurno da. Znači, on neće, er wird diese Nachricht nicht gut aufnehmen. Ich muss für meine Absage die richtige Wortwahl treffen. On ovu vest neće dobro primiti i ja moram za moje absage, za moje neprihvatanje da učestvujem, odbijanje na toj konferenciji, da izaberem pravi, da imam pravi izbor reči. Eine richtige Wortwahl treffen. Znači, kad hoćemo nekome da kažemo nešto delikantno, moramo da izaberemo prave reči. To je najbitnije. Najbitniji početak kako ćemo da počnemo. Also, er wird die Nachricht nicht gut aufnehmen. Ich muss für meine Absage die richtige Wortwahl treffen. Znači, absage, nekad kažemo neću. Ovde aufnehmen, znači, da primi Nachricht gut aufnehmen. Absagen kao vielleicht auch ablehnen, odbijamo nešto da radimo, ablehnen, nicht akzeptieren. Und ich finde das nicht so einfach und ich ziehe es vor, mich bis ins Einzelne vorzubereiten. Ich finde das nicht so einfach und ich ziehe es vor, mich bis ins Einzelne vorzubereiten, bis ins Kleinste ausführlich vorzubereiten. Dakle, ja mislim da to nije tako jednostavno. Ich finde das nicht so einfach. I ich ziehe es vor. Glagol vorziehen. Znači, više bih voleo. Preferirao. Dakle, i preferiram da se pripremim, sich vorbereiten, bis ins Einzelne, bis ins Kleinste, ausführlich, znači do sitnih detalja, da se pripremim, do pojedinosti, do detalja, detaljno. Ausführlich. Okay. Ich finde das nicht so einfach und ich ziehe es vor, mich bis ins Einzelne vorzubereiten. Okay, to je bio razgovor sa šefom. A broj 2 je malo drugačiji. Dakle, hattest du schon mal eine Autopanne? Dakle, da li ti se nekad desilo da pukne guma na auto? Prvo je da. Ja. Ich befand mich an diesem Tag auf der Autobahn und ich wechselte auf die linke Spur, um ein langsameres Auto zu überholen. Ti opisujem taj dan kada se desilo autopane. Ich befand mich an diesem Tag auf der Autobahn und ich wechselte auf die linke Spur, um ein langsameres Auto zu überholen. Dakle, nalazila sam se tada tog dana na autoputu i promenila sam, prešao sam u levu traku da bi jedan sporiji auto pretekao. Sich befinden, naći se, ovo je pretrit, ich befand mich an diesem Tag, na taj dan, auf der Autobahn, na autoputu dati, die Autobahn, auf der Autobahn. Wechseln, promeniti, na linke Spur, u levu traku, warum, zašto, um ein langsameres Auto zu überholen.
Znači, uncu koristimo kad hoćemo da odgovorim zapravo na pitanje. Wieso? Što si otišao u levu traku? Um ein Auto zu überholen. Da preteknem auto. Ein langsameres Auto. Sporiji auto. Ich beschleunigte, als ich im Rückspiegel sah, wie sich ein Auto mit sehr hoher Geschwindigkeit näherte. Ich beschleunigte, als ich im Rückspiegel sah, wie sich ein Auto mit sehr hoher Geschwindigkeit näherte. Beschleunigen, znači ubrzo sam, kada sam u rückspiegelu, u retrovizoru za video, kako se jedan auto sa veoma velikom brzinom sich nähern približavao. Das Auto näherte sich. On se približavao. Ich beschleunigte, ja sam požurio. Ich sah im Rückspiegel. Video sam u retrovizoru. Also, ich beschleunigte, als ich im Rückspiegel sah, wie sich ein Auto mit sehr hoher Geschwindigkeit näherte. Ich geriet ein wenig in Panik und ich versuchte, so schnell wie möglich Platz zu machen. Ich geriet ein wenig in Panik und ich versuchte, so schnell wie möglich Platz zu machen. Natürlich geraten, ich geriet, geraten in einen bestimmten Zustand, in eine bestimmte Lage kommen. Natürlich, oh, ich geriet ein wenig in Panik, mi bismo preveli, malo sam počeo da paničim, kročio sam u paniku. Počeo sam da paničim i pokušao sam što je brže moguće da napravim mesto. Znači, gereten, znači u neko određeno stanje, situaciju doći. In panik, gereten, znači upasti u paniku. Ich setzte den Blinker und ich wechselte wieder auf die rechte Spur. Ich setzte den Blinker und ich wechselte wieder auf die rechte Spur. Znači, stavio sam, uključio sam ovaj žmigavac i promenio, opet prešao u svoju desnu traku. Ich setzte den Blinker und ich wechselte wieder auf die rechte Spur. Den Blinker setzen. Plötzlich hörte ich einen Knall und mein Fahrzeug geriet außer Kontrolle. Plötzlich hörte ich einen Knall und mein Fahrzeug geriet außer Kontrolle. Iznenada sam čuo neki udarac i moje vozilo je bilo izvan kontrole. Außer Kontrolle. Und dann, glücklicherweise, konnte ich auf dem Seitenstreifen halten. Glücklicherweise konnte ich auf dem, wo, Dativ, auf dem Seitenstreifen halten. Da Seitenstreifen, Standstreifen oder Pannenstreifen, bezeichnet einen schmalen Bereich am Rand einer Straße oder Autobahn. Kao ona treća traka za zaustavljanje. Seitenstreifen. Znači, srećom sam mogao da se zaustavim u traci za zaustavljanje. Prostor na ivici autoputa. Das bezeichnet einen schmalen Bereich am Rand einer Straße. Er gehört nicht zur Fahrbahn und dient in erster Linie als, to objašnjavam šta je, als Notfallspur auf Pannenfälle, Unfälle oder andere Notsituationen, in denen Fahrzeuge anhalten müssen. Znači, ta zaustavljanje traka ne pripada delu kojim se vozi i služi u prvoj liniji kao Notfallspur für Pannenfälle, znači ako vam pukne guma, Unfälle za neke nesreće ili andere Notsituationen ili druge hitne situacije in denen Fahrzeuge anhalten müssen, u kojima se vozilo moraju zaustaviti. Ein Reifen ist geplatzt und ich musste ihn so schnell wie möglich wechseln.
jedna guma je pukla i ja sam morao nju, njega, in der Reifen, što je pre moguće zamijeniti. Ein Reifen ist geplatzt und ich musste ihn so schnell wie möglich wechseln. Um die anderen Verkehrsteilnehmenden nicht zu gefährden, Gefahr bringen, holte ich umgehend, sofort, mein Warndreieck aus dem Kofferraum und stellte es wie in der Fahrschule gelernt, ordnungsgemäß auf. So, mal aus meinem wieder. Danke. Um die anderen Verkehrsteilnehmenden nicht zu gefährden, in Gefahr bringen. Znači, da ne bih druge učesnike u saobraćaju doveo u opasnost. Verkehrsteilnehmenden. In Gefahr bringen. Oder zu gefährden. Holte ich, uzeo sam ja umgehend, znači, bei der ersten Gelegenheit, sofort, odmah sam uzeo, mein Warndreieck. Znači, onaj trougao. Kad se koristi trougao, u slučajima pane ili nekog druge nesreće na ulicu se stavi taj Warnzeichen, znači znak za upozorenje u obliku belog dreiecks, ovog trougla sa rotem rand, sa crvenom ivicom. Znači izvadio sam ga aus dem Kofferraum, iz gepeka i stelte es i stavio ga, kao što sam učio u Fahrschule, u školi vožnje, ordnungsgemäß auf i postavio ga kako treba, pravilno. Der Reifenwechsel selbst verlief reibungslos, ohne Störung, ohne Schwierigkeit. Dakle, samo menjanje guma je proteklo reibungslos, reibungslos. Bez ikakvih problema. Reibungslos. Nach einer halben Stunde konnte ich schließlich zur nächsten Werkstatt fahren und gebe hiermit allerdings zu, dass dies einer meiner haarsträubendsten Erlebnisse war. Nach einer halben Stunde, nakon pola sata, konnte ich schließlich, mogao sam konačno, zur nächsten Werkstatt fahren, da odem do najbliže mehaničara. Gebe hiermit allerdings zu geben, ali priznajem ovom prilikom, da ovo jedno od mojih haarsträubendsten Erlebnisseva. Haarsträuben je kad se naježi dlaka na koži, dakle da je ovo jedno od mojih najstrašnijih doživljaja bio. Dakle, haarsträubend ili haarsträubendes Erlebnis. A drugi nije imao takvu situaciju, znači glücklicherweise nicht. Ich bin froh, denn ich denke nicht, dass ich in der Lage wäre, einen kaputten oder beschädigten Reifen zu wechseln, geschweige denn zu reparieren. Znači, na sreću ne. Srećan sam jer ja ne mislim da bi ja bio u situaciji da jednu pokvarenu oštećenu gumu zamenim, a kamoli da popravim. Geschweige denn, a kamoli da popravim. Nein, glücklicherweise nicht. Ich bin froh, denn ich denke nicht, dass ich in der Lage wäre, einen kaputten oder beschädigten Reifen zu wechseln, geschweige denn zu reparieren. Außerdem habe ich meinen Partner und er löst all meine technischen Probleme am Fahrzeug. Außerdem habe ich meinen Partner und er löst alle technischen Probleme am Fahrzeug. Außerdem habe ich meinen Partner und er löst alle meine technischen Probleme am Fahrzeug. Okay. To je to. Sad idemo samo još jednom test čitanja. Ponavljate za mnom. Ja, hast du deinen Chef angerufen? Ja, klar, habe ich ihn angerufen und ihm meine Meinung über den Umzug in die neuen Büroräume geäußert. Er war über meine negative Einstellung ziemlich überrascht, aber auch enttäuscht.
Ich habe ihm einen Verbesserungsvorschlag unterbreitet. Er hat mir versprochen, darüber gründlich nachzudenken. Nein, ich habe ihn nicht angerufen. Ich weiß noch nicht, wie ich es ihm sagen soll, dass ich nächste Woche an der Konferenz nicht teilnehmen werde. Er wird diese Nachricht nicht gut aufnehmen und ich muss für meine Absage die richtige Wortwahl treffen. Ich finde das nicht so einfach und ziehe es vor, mich bis ins Einzelne vorzubereiten. Okay, hattest du schon mal eine Autopanne? Ja, ich befand mich an diesem Tag auf der Autobahn und ich wechselte auf die linke Spur, um ein langsameres Auto zu überholen. Ich beschleunigte, als ich im Rückspiegel sah, wie sich ein Auto mit sehr hoher Geschwindigkeit näherte. Ich geriet ein wenig in Panik und versuchte so schnell wie möglich Platz zu machen. Ich setzte den Blinker und wechselte wieder auf die rechte Spur. Plötzlich hörte ich einen Knall und mein Fahrzeug geriet außer Kontrolle. Glücklicherweise konnte ich auf dem Seitenstreifen halten. Einen Reifen ist geplatzt und ich musste ihn so schnell wie möglich wechseln. Um die anderen Verkehrsteilnehmenden nicht zu gefährden, holte ich umgehend mein Warndreieck aus dem Kofferraum und stellte es, wie in der Fahrschule gelernt, ordnungsgemäß auf. Der Reifenwechsel selbst verlief reibungslos. Nach einer halben Stunde konnte ich schließlich zur nächsten Werkstatt fahren. Gebe hiermit allerdings zu, dass dies einer meiner haarsträubendsten Erlebnisse war. Nein, glücklicherweise nicht. Ich bin froh, denn ich denke nicht, dass ich in der Lage wäre, einen kaputten oder beschädigten Reifen zu wechseln, geschweige denn zu reparieren. Außerdem habe ich meinen Partner erlöst, all meine technischen Probleme am Fahrzeug. Okay,